Nicole Schreier von den Grünen Tirol ist die nächste Rednerin. Ja. Hohes Haus, sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrte Zuseherinnen hier und zu Hause. Wir sprechen hier eben zusammengefasst über 5 Gesetzesvorlagen. Zustimmen werden wir in der getrennten Abstimmung anschließend dann nur einem davon, dem Top 19, dem Gelegenheitsverkehrsgesetz. Geregelt wird dahin, wie eh schon erwähnt, die Beförderungspflicht für Assistenzhunde gemäß dem Bundesbehindertengesetz im gesamten Gelegenheitsverkehr. Also der Gelegenheitsverkehr ist Taxi, Mietwagen und Busse außerhalb des Linienverkehrs und zwar auch ohne Beißkorb und Leine. Wir finden es sehr gut, dass das jetzt im entsprechenden Bundesgesetz verankert wird und so auch der gesetzliche Anspruch besteht und das Leben der Personen, die einen Assistenzhund benötigen, wird dadurch beträchtlich erleichtert. Daher begrüßen wir es auch sehr und stimmen dann natürlich sehr gern zu. Nicht zustimmen werden wir den anderen 4 Gesetzesvorlagen und auf einiges davon möchte ich hier noch genauer eingehen. Das Top 20, die Novelle des Bundesstraßengesetzes. Der Hauptinhalt der Novelle des Bundesstraßengesetzes ist, dass die Wirtschaftlichkeit von Baumaßnahmen bei Autobahnen und Schnellstraßen künftig dann eben nicht mehr im Trassenfestlegungsverfahren geprüft werden soll, sondern nur mehr intern. Also einerseits von der ASFINAG, die betriebswirtschaftliche Prüfung macht, und vom BMFIT, die die volkswirtschaftliche Prüfung macht, künftig dann. Bringen soll das Ganze eine Verfahrensbeschleunigung und Verfahrensbeschleunigungen begrüßen wir ja prinzipiell, würden wir auch generell unterstützen, aber nicht, wenn diese Verfahrensbeschleunigungen auf Kosten der Transparenz gehen, indem die Eigentümer gleichzeitig auch zur Genehmigungsbehörde werden und Beteiligungsrechte dadurch geschmälert werden. Verfahrensbeschleunigungen dürfen auch nicht auf Kosten der Gesundheit der Menschen gehen, vor allem im Lärmschutzbereich, was hier eben vorgesehen ist in dieser Gesetzesvorlage. Und Verfahrensbeschleunigungen dürfen vor allem auch nicht auf Kosten der Umwelt passieren. Weiters sind wir auch massiv gegen den zweiten Hauptinhalt dieser Vorlage, das versuchte Durchdrücken der geplanten Bodenseeschnellstraße, und zwar aus mehreren Gründen. Das Projekt ist schon seit 40 Jahren immer wieder mal im Tapet. Es ist schwierigst umzusetzen, weil durch hochsensibles Rietgebiet